Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich ist es angekommen. Es ist kurz vor knapp. Es ist heute, wenn ihr das Video seht, Montag, 14.50 Uhr. Das Video muss in knapp 4 Stunden online kommen, aber es ist da. Das neue Essenssortiment und ich habe viele, viele Produkte gekauft und ich werde euch viele heute hier schon zeigen. Vermutlich werde ich es schaffen, alle Produkte hier in dieses Video mit reinzukriegen. Aber ich glaube, dass wir hier das ein oder andere Schätzchen auf jeden Fall schon dabei haben werden. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich riesig und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und hüpfen direkt ins Video. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ihr findet hier immer die neuesten und spannendsten Drogerieprodukte, damit ihr nur die Produkte kauft, die sich auch wirklich lohnen. Ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt mit dem ersten. Und das ist der neue Hello Good Stuff Prime. Der soll 48 Stunden intensive Feuchtigkeit spenden und ist mit Aloe Vera und Hyaluron. Das klingt sehr, sehr spannend. Ich mag die Hello Good Stuff Reihe sehr, sehr gerne. Die ist auch immer sehr hochwertig gemacht. Also es ist eine Glasverpackung, kein Mikroplastik, keine Parabene, keine Silikone, keine PEGs und soll wirklich die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Hautärztlich bestätigt, die Haut sieht frisch und verfeinert aus, allein oder mit Make-up tragbar. Ich drücke mal ein bisschen. Also es ist im Prinzip wirklich eine recht gelige Konsistenz, sehr schön kühlend, riecht ganz leicht nach Aloe Vera, also nach diesem typischen Aloe Vera Geruch. Aber meine Haut hat es im Moment auch wirklich bitter nötig. Die ist super, super trocken, sehr gereizt und auch gerötet. Ich mache ja im Moment sehr viele Peelings, sei es Retinol oder Vitamin C benutze ich auch im Moment sehr viel. Und da muss ich meine Haut natürlich erstmal dran gewöhnen. Aber es fühlt sich auf jeden Fall schon sehr, sehr gut an, oder? Es wird auch so ein bisschen sticky. Es könnte vielleicht auch ein Dupe zu dem Milk Hydro Grip Primer sein. Wir lassen das Ganze mal kurz einen Moment einziehen. Das braucht ja manchmal so ein bisschen und gehen auch direkt mit dem nächsten Produkt rüber. Das ist auch aus der Hello Good Stuff Reihe. Das 48 Stunden Hydro Fixing Spray mit 97% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Soll das Make-up setten und refreshen mit Kokosnusswasser. Ich liebe den Duft von Kokosnuss und das bringt mich auch schon so ein bisschen in die sommerliche Richtung. Wir vergessen halt immer, dass das Sommer-Update schon ist. Ne? Das nächste Update kommt ja erst, glaube ich, im September oder Oktober raus. Das heißt, hier sind die Produkte, die den ganzen Sommer in der Theke sein werden. Das ist extrem erfrischend. Sehr kokosnusslastig. Wir lassen es wirklich drauf. Ihr seht, wie prall meine Haut jetzt schon ist. Und ganz, ganz wichtig, da ich das gefühlt in jedem dritten Kommentar lese, sei es hier oder bei TikTok oder bei Instagram, wann die Produkte rauskommen. Die Produkte sind jetzt online schon bei Essence im Online-Shop. Da zahlt ihr keinen Versand ab 25 Euro. Und in die Drogerie kommen die 4 Wochen später. Also ich denke mal, Ende Februar sollten die in der Drogerie sein. Das dauert ja immer einen Moment. Wir haben noch was anderes. Und das fand ich ganz spannend. Das ist eine Tinted Beauty Cream. Da habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen verguckt, weil ich dachte, das ist ein... Oder ist es die Gratiszugabe gewesen? Nee, das ist neu. Ich dachte, das ist ein Primer. Ist es aber nicht. Ist ebenfalls aus der Hello Good Stuff Reihe. Eine BB Cream, würde ich jetzt mal sagen. Wir probieren es einfach mal aus. Es wird vermutlich jetzt nicht passen, weil es einfach zu hell ist. Aber wobei... Es ist ein bisschen gelblich. Sekunde, ich habe da was. Gebe mal ein bisschen was hier auf meine Mischplatte. Mir bei Elf so einen Blue Corrector gekauft. Und damit können wir so ein bisschen das Gelbliche wegmachen. Kostet 5 Euro, gibt es bei Elf. Und das mische ich mir da jetzt einfach mal ein bisschen runter und hoffe, dass es vielleicht dann nicht mehr so gelblich ist. Oh ja, klappt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir nehmen das jetzt als Foundation. Es ist wahrscheinlich viel zu hell. Wir müssen es ausprobieren, Freunde. Wir haben heute keine Zeit dafür, hier große Experimente zu machen. BB-Creams sind ja üblicherweise nicht so meins, weil ich finde, dass sie immer ein bisschen unschön auf der Haut sitzen. Wobei ich jetzt aber gerade sagen muss, wow, das lässt sich sehr, sehr gut mit einem Pinsel einarbeiten. Ich nehme hier so einen Stippling-Brush, beziehungsweise das ist kein richtiger Stippling-Brush, das ist eigentlich eher so ein Foundation-Cream-Bronzer-Brush von Ariel, Make-up bei Ariel. Was mir wirklich auffällt, auch hier im Essenssortiment, ist, dass viele Produkte mittlerweile auch hier in Europa produziert werden. Das spricht natürlich dafür, dass der Preis so ein klitzekleines bisschen höher gegangen ist. Aber ich muss sagen, ich mag das Finish total gerne. Ich habe euch jetzt mal ein Stückchen herangeholt. Das ist nämlich nicht so ein super trockenes Ding,
Und es ist auch absolut gar nicht fleckig geworden, sondern es hat wirklich das Gesicht nur so ein bisschen korrigiert. Und da muss ich sagen, das finde ich wirklich gut, dass Essence so ein bisschen natürlicher wird. Oder ja, Essence war halt immer sehr, sehr bunt. Und wir haben ja auch viele bunte Produkte mit drin. Aber das ist etwas, da kann ich mir vorstellen, öfter zu tragen. Vielleicht muss ich das einfach nochmal in einer anderen Farbe aussuchen. Aber du siehst nicht, dass ich etwas auf der Haut habe. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Das nächste Produkt hat mich sehr gecatcht. Da war ich super gespannt drauf. Es gab wohl auch Blushes. Ich weiß aber nicht, ob die Blushes auch in Deutschland erhältlich sein werden. Ich habe hier den Baby Got Bronze Bronzing Stick. Ich glaube, sowas gab es schon mal in der Limited Edition. Ich muss sagen, das Packaging finde ich hier sehr, 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 sehr günstig gewählt. Das Produkt war aber auch nicht teuer. Das ist ein Bronzer-Stick, der so ein bisschen cremig sein soll. Ich swatch euch mal kurz die Farbe, dass ihr das Ganze sehen könnt. Ist schon eine schöne Farbe. Wir probieren es aus, Freunde. Wir probieren hier alles einmal aus. Das ist ja auch nur First Impression. Ich mache mir mal so ein paar kleine Kreise hier auf meine Wange und blende das Ganze mit dem Letizia und Maxim Brush Nummer 1 aus. Er ist recht warm. Ich glaube aber, dass der sehr, sehr gut sein wird, wenn man den im Sommer benutzt. Also jetzt bin ich natürlich auch recht blass. Aber im Sommer so auf die pure Haut einfach ein bisschen Bronzing-Effekt zu haben, oh, das kann ich mir schon echt hübsch vorstellen. Ja, du siehst schon einen Unterschied, ne? Auf die Nase, dann verblenden wir das einfach. Der riecht auch ein bisschen nach Wassermelone. Geht das nur so ein bisschen hier grob auf die Nase und lass das auch einen Moment auf meiner Haut. Bei diesen Cremeprodukten finde ich es persönlich immer ganz schön, wenn das kurz auf der Haut warm wird. Der settet sich jetzt auch nicht unbedingt von selbst, aber hinterlässt ein sehr schönes, warmes Finish auf der Haut. Ne? Also das ist kein Bronzer, der super, super kühl ist, sondern das ist ein Bronzer. Ich glaube, dass wir oft, da schließe ich mich definitiv mit ein, immer so ein bisschen Bronzing und Contouring probieren, gemeinsam in einem Schritt zu machen, einfach um Zeit zu sparen. Das ist jetzt hier aber wirklich einfach ein Bronzer, der ist schön warm, der gibt der Haut ein bisschen Farbe und ein bisschen Bewegung. Und ich finde, dass die Base sehr, sehr schön frisch aussieht. Ich glaube, es gab eine Foundation letztes Jahr. Ja, doch, müsste eigentlich im letzten Update gewesen sein. Die hat mir persönlich gar nicht gefallen. Vielen von euch glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht mal mehr, wie sie heißt. Ich glaube, sie gibt es auch nicht mehr. Aber diese BB-Cream fühlt sich extrem gut auf der Haut an, ne? Also versteht mich nicht falsch. Du merkst nicht, dass du etwas auf der Haut hast. Und Freunde, das ist hier richtig spannend gerade. Das nächste Produkt ist so ein bisschen tricky gewesen, weil viele mich gelyncht haben für meine Aussage, dass ich das spannend finde. Color Changing ist wieder am Start, aber ich fand das Packaging ganz cool. Das ist ein Color Changing Lip and Cheek Oil. Könnte total daneben gehen, könnte aber auch sehr schön sein. Auf den Lippen ändert es direkt die Farbe. Es riecht genauso wie dieses Rival Loves Me Lippenöl mit diesen Blumen drin. Kennt ihr das? Aber, oh krass, ja. Okay, ich gebe mir mal ein bisschen was auf die Hand. Das kann jetzt echt schief gehen. Deswegen bin ich so ein bisschen, oh nee, das mache ich jetzt nicht. Also Öl ist ja prädestiniert dafür, Foundation auseinanderzunehmen. So, wir schminken uns mit Öl ab. Und da die Foundation auf Wasserbasis ist, Finger weg davon. Das werde ich jetzt definitiv nicht auf mein Gesicht packen. Das macht halt wieder so ein Color Changing. Okay, das probiere ich vielleicht in einem TikTok oder so nochmal. Eine Sache, die ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ne? Soll man eigentlich nicht machen. Ich habe ja sehr starke Augenringe. Und was ich damit ganz gerne mache, mit diesen Color Changing Dingern, ist, ich färbe meine Augenringe rosa ein. Sieht ohne Make-up immer ein bisschen schwierig aus. I know. Aber mit Make-up sieht es wirklich gut aus. Blush brauche ich jetzt, glaube ich, gerade auch nicht. Wir haben natürlich auch noch einen Lippenstift. Das ist noch ein Color Changing Lipstick. Der sieht aber hübsch aus. Der ist auch Color Changing. Ich swatche ihn mal ganz kurz. Der wird wahrscheinlich auch wieder rosa. Er ist von lila zu rosa. Es ist, ich habe neulich, irgendjemand hat mir das geschickt. Es gibt bei Color Changing nur einen Weg, Color Changing zu sein, aufgrund der Pigmente, die damit drin sind. Auch das ist so ein Produkt, das testen wir jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht hier groß Color Changing. Jetzt wird es aber spannend. Es gibt nämlich einen Concealer. Und auch der sieht mir so aus, als gäbe es den schon oder gab es den schon mal. Das ist der Multitask Concealer Erase Cover and Care. Das ist so ein richtiges 2013er Ding. Mit so einem Griffel hier oben, so einem
Bürstchen und du kannst das dann aufdrehen. Der ist made in Italy und soll dunkle Augenschatten abdecken, langanhaltende Textur, auch für Konturen und Highlights verwendbar. Also es das heißt, wir könnten den auch nochmal in einer anderen Farbe kaufen und damit vielleicht Contouring machen. Ich habe ihn jetzt hier in der Farbe Ivory. Ist das die falsche Farbe? Peachy Ivory? Es kommt mir so vor, als würden ein paar Sachen im Paket fehlen. Das muss ich aber nochmal prüfen. Also, das ist höchstwahrscheinlich zu hell, aber wir probieren es mal aus. Einige mögen das ja. Ich bin jetzt nicht der größte Freund davon. Ja, es ist definitiv nicht meine Farbe. Wobei man das aber zum... Man kann damit, glaube ich, was machen. Was ich jetzt damit mache, dafür ist die Farbe, glaube ich, wesentlich besser. Ich highlighte jetzt damit an der Nase so ein bisschen. Der ist von der Textur her recht schnell trocknend, also so ein bisschen matt. Das ist kein Glowy Concealer. Und ich glaube, was man damit sehr, sehr gut machen kann, ist den so ein bisschen als Spot Concealer zu benutzen, weil der halt sehr schnell settet, ne? Also der wird recht schnell matt und recht schnell trocken. Und so kannst du unter deinem Make-up eventuell Pickelchen so ein bisschen korrigieren. Das hätte ich beispielsweise hier machen können. Da scheint es ja noch ein bisschen durch. Also für unter den Augen ist das jetzt nicht meine Farbe und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Farbe bestellt habe. Klingt aber ganz spannend. Ich will euch erstmal die Sachen zeigen. In die Tiefe gehen wir auf jeden Fall nochmal in den nächsten Tagen, um zu schauen, wie die Sachen sind, wie sie performen, was man damit vielleicht machen kann. Ihr könnt mir dann natürlich auch nochmal sagen, ob ich irgendwelche Sachen bestellen soll, die euch vielleicht interessieren. Dann machen wir da nochmal eine zweite Runde. Also unter den Augen ist es für mich jetzt nichts, aber aufgrund der Farbe erstmal. Deswegen nehme ich einfach nochmal ein bisschen etwas dunkleren Concealer und würde es erstmal so lassen. Diese BB-Cream gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Okay, es gab Highlighter und das ist ganz spannend. Da war TikTok ganz vorne mit dabei zu sagen, dass es ein Dupe to Revolution ist. Das sind die Gimme Glow Luminous Highlighter. In drei verschiedenen Farben gibt es die. Einmal in Lovely Rose, Glowy Champagne und es gab noch eine dunklere. Ich habe jetzt nur zwei von drei Farben. Irgendwie habe ich da auch einen Fehler gemacht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein Highlighter mit lichtreflektierenden Pigmenten. Der sieht wunderschön aus. Sehr wet sieht der aus. Ich gehe mal rein. Der ist nicht putty, aber recht weich. Sekunde. Ich nehme fluffigen Pinsel. Oh ja. She's blinding. Das ist im. Ja, Das ist ein recht softer Highlighter. Erinnert mich so ein bisschen an den Make Me Glow Highlighter. Vielleicht kennt ihr den noch. Der war aus dem vorletzten Sortiment. Der ist aber noch ein Stückchen feiner. Also der hat schon Bums, aber ich sehe jetzt kaum Glitzerpartikel. Den kann ich mir auch overall sehr gut vorstellen, ne? Das mache ich ja persönlich total gerne. Ich nehme einfach so einen fluffigen Pinsel und gehe dann überall mit rein, um diesen Wet Glass Skin Effekt zu haben. Und die Base sieht top aus. Ich habe euch nochmal ein klitzekleines Stückchen näher geholt. Ich blende mir alles nochmal so ein bisschen zusammen. Und ich muss sagen, ich mag die Base sehr gerne. Es ist alles sehr natürlich und das merkt man auch in der Farbgebung des Sortiments, finde ich. Also es ist alles recht reduziert, so ein bisschen erwachsener, außer so ein paar Produkte wie beispielsweise ein neuer Extreme Shine Volume Lip Gloss in der Farbe Sparkling Purple. Sieht super, super schön aus. Und diese Juicy Bombs, die habe ich jetzt nur in einer Variante mitgenommen. Das ist jetzt der Geschmack Proud Papaya. Gibt es ja gefühlt in alle Obstsorten, die es auf der Welt gibt, hat Essence in diese kleinen Lipgloss-Verpackungen gemacht. Vielleicht mögt ihr die, schreibt mir dazu gerne ein kleines Feedback in die Kommentare. Den probieren wir aber gleich noch. Was ich super spannend fand, waren Liquid Eyeshadows. Und davon gibt es eine Menge an verschiedener Farben. Die Eye Tints, das sind Liquid Eyeshadows, die auf Wasserbasis sein sollen und wie Puder antrocknen. Erinnert mich so ein bisschen an Charlotte Tilbury. Ich swatche sie euch mal. Ich habe hier einmal die Farbe Shimmering Taupe. Ich liebe Liquid Eyeshadows, ne? Das ist sehr, 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 sehr einfach. Ich habe Dazzling Rose. Ist ein bisschen softer. Und ich habe Gleaming Charm. Der ist sehr, sehr hell. Den als als Liquid Highlighter. Sekunde. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen Highlighter drauf, ne? Die kann man halt super als punktuelle Highlighter setzen. Oder, und das mache ich am liebsten, als Highlighter oder als Lidschattenbase. Also wenn du einen Lidschattenlook geschminkt hast und dann diesen Liquid Eyeshadow raufgibst, den kurz antrocknen lassen, dann nochmal mit einem Puder-Lidschatten rüber gehst, hast du einfach ein ganz anderes Finish. Ich nehme mir jetzt erstmal einen matten, etwas topigeren Lidschatten
und setze mir den in die Lidfalte. Ich will jetzt hier nur so ein bisschen spielen, ne? Also, dass ihr das Ganze mal gesehen habt, dass ihr schon mal wisst, was es gerade Neues gibt und wir dann schauen können, okay, welche Produkte wollen wir noch mal genauer anschauen. Im Prinzip würde das schon reichen, wenn man einfach so ein bisschen was Mattes auf die Lidfalte gibt. Und dann probieren wir den Rose. Ja, wir probieren den Rose. Kommt in so einem klassischen Lipgloss-Füßchen. Und damit probiere ich mir jetzt, oh krass, so eine Cut-Crease zu ziehen. Ein bisschen vorsichtig sein. Und dann mit dem Finger einklopfen. Also du kannst ihn entweder sehr soft oder sehr intensiv auftragen. Ich würde jetzt aber nochmal vorsichtshalber mit einem kleinen Pinsel ein bisschen Produkt abnehmen. Der trocknet recht schnell, muss man sagen. Also man muss nicht ganz so vorsichtig sein. Und das liebe ich ja sehr gerade. Ich würde mir sogar ein bisschen was von meiner Hand abnehmen, dass man nicht zu viel Produkt drauf hat. Das reicht ja dann immer noch. Das liebe ich ja sehr, diese Liquid Eyeshadows. Das geht so schnell und so einfach. Und du musst halt nicht Ewigkeiten auftragen. Ich bin gespannt, wie sie halten. Das werde ich euch dann in den nächsten Tagen mal so ein bisschen updaten. Aber das ist halt wirklich, das geht drauf. Du musst da nicht groß was machen. Ich will jetzt noch ein bisschen was von dem Taub haben. Ich finde es einfacher, das mit dem Finger Tatsache wirklich zu machen, so wie es auch auf der Verpackung stand. Und gib mir dieses Taub noch so ein bisschen darauf, als mit einem Pinsel, weil du dann etwas mehr Kontrolle über das Pigment hast. Sehr zarter Look, sehr süß. Ich mag die Farben sehr gerne, weil das so ein bisschen was Romantischeres ist, ne? Die passt. Ich habe jetzt hier die Retro-Palette von Natasha Denona rumliegen gehabt. Mag ich gerne, ist sehr dezent und Tatsache, wenn du nicht zu viel nimmst, dann crease es auch nicht. Das muss ich sagen. Das sieht, also wenn ich jetzt in den Viewfinder schaue, das sieht bis jetzt nicht nach Essence aus, sondern das ist so ein bisschen sophisticated, ne? So ein bisschen erwachsener, ein bisschen, ja, ein bisschen süßer. Nicht so bunt. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass es keine neuen Paletten gab, die ich zu dem Zeitpunkt, als ich bestellt habe, da gesehen habe. Vielleicht gibt es ja neue City-Paletten beispielsweise oder diese kleinen Paletten, was jetzt aber ehrlich gesagt nicht so schlimm ist, weil ganz ehrlich, wir haben so verdammt viele Lidschatten zu Hause und irgendwann ist auch mal Schluss. Also jetzt noch eine 10. Lidschattenpalette in den ähnlichen Farben. Meistens sind die Farben, die ja in die Drogerie kommen, immer so ein bisschen standardmäßiger, deswegen bin ich da jetzt nicht so traurig. Liquid Eyeshadows liebe ich sehr. Es gibt noch was anderes. Es gibt auch viel wieder für die Lippen. Ich finde, man merkt so ein bisschen gerade, dass die Produkte, die die letzten 2 Jahre nicht rauskommen konnten, jetzt so ein bisschen rauskommen, weil es sehr lippenlastig ist. War auch bei Catrice schon so. Finde ich per se jetzt aber gar nicht so schlimm. Es gibt nämlich neue Liquid Lipsticks. Und zwar sind das die 8 Stunden Matt Liquid Lipsticks. Ich habe sie mir in 2 Farben gekauft, die ich selber so noch nicht hier habe, vermutlich, beziehungsweise bei dem einen dachte ich, das könnte ein gutes Dupe sein. Die sollen matt sein und kissproof. Hier steht nicht wasserfest drauf, sondern kissproof, ohne Abfärben. Ich habe hier einmal die Farbe Rosy Nude. Wunder, wunderschöne Farbe. Und die fand ich persönlich ja echt nice, Cinnamon Spice. Was habe ich euch gesagt? Braune Lippen kommen dieses Jahr. Den muss ich testen. Das Füßchen ist ganz spannend, es ist recht groß, es ist auch so ein bisschen angeschrägt. Meine Lippen sind auch gerade echt so trocken. Ich habe lange keine Liquid Lipsticks mehr getragen, fällt mir auf. Krass, ne? Wie sich so die letzten 2 Jahre das Make-up komplett verändert hat, oder? So Liquid Lipsticks sind halt so 2016 gewesen, dass wir sie 2019, 2021 gefühlt gar nicht mehr neu getragen haben. Also meine Lippen sind jetzt ein bisschen trocken. Das ist natürlich nicht die beste Grundvoraussetzung für ein Liquid Lipstick. Farbabgabe ist aber gut, würde ich sagen. Was man damit bestimmt auch sehr gut machen kann, ist so ein bisschen als Lidschatten. Ich mag die Verpackung, ich mag Liquid Lipsticks ja eigentlich ganz gerne. Ich gebe jetzt noch ein bisschen was von dem helleren in die Mitte. Ist süß. Und dann lassen wir das mal antrocknen. In der Zwischenzeit probieren wir eine neue Mascara. Und das ist die Lash Like a Boss Instant Lift and Curl Mascara, vegan und made in Italy. Eine Bürste aus Elastomer für Lift und Schwung. Sieht einmal so aus, das Bürstchen ist, oh, ist auch so ein bisschen gebogen. Es ist schon echt aufregend im Moment, ne? Die Mascara da ist gerade echt gefährlich. Mascaren. Cool zu reden, aber ihr kennt mich. Wir probieren das Ganze mal aus. Oh, ich liebe das Bürstchen, weil das, du kommst sehr, sehr gut an deine Wimpern ran. Ganz wichtig, ich habe ein Lashlifting drauf, ne? Also lasst euch davon nicht beirren. Oh, die macht krasse Wimpern. Also,
dünnes Eis. Ich mag ja, das wisst ihr, ich mag keine Mascaren, die so klumpige Wimpern machen. Und das machen fast alle Mascaren, die so extrem drin haben. Das ist eine Mascara, die jetzt gerade einfach nur jede einzelne Wimper genommen hat. Sehr, sehr spannend. Es ist kaum Produkt am Bürstchen, sodass es auch nicht klumpig wird. Aber du kannst trotzdem noch das zweite Auge benutzen. Das könnte eine neue Lieblingsmascara sein. Essence einmal nochmal bitte in Braun. Ist gerade bis jetzt der Gewinner. Und die Liquid Eyeshadows. Und die BB Cream. Die Liquid Lipsticks sind auch mittlerweile angetrocknet. Sie fühlen sich jetzt auch nicht so trocken an. Liquid Lipsticks sehen aber immer ein bisschen trocken aus. Deswegen gebe ich jetzt noch ein bisschen was rüber. Und das sind die Tinted Kiss Hydrating Lip Tints. Ja, geben wir jetzt einfach rüber. Die sollen die Lippen so ein bisschen einfärben und Feuchtigkeit spenden. Eine cremige Textur. Stains the skin, also färbt die Haut ein. Ich habe die einmal in der Farbe Pink and Fabulous und in Mauveous. Auch ein schöner Ton. Geben wir jetzt einfach mal ein bisschen rüber, um es ein bisschen pinker zu machen. Ganz großer Tipp von mir, wenn ihr Liquid Lipsticks tragt, in Rot beispielsweise, nehmt einen Lipstain vorher. Das heißt also, wenn der Liquid Lipstick sich so ein bisschen abträgt über den Laufe des Tages, dann sieht das nicht so fleckig aus, wie wenn ihr so einen Lipstain drunter habt. Wisst ihr, was ich meine? Fühlt sich sehr, sehr gut an. Es ist trotzdem noch matt auf den Lippen, aber jetzt fühlt es sich an wie ein Lippenstift. Sehr spannend. Essence, ihr seid da auf einem ganz, ganz großartigen Weg. Zum Abschluss gebe ich noch mal ein bisschen diesen Shine Lipgloss rüber. Der hat recht große Glitzerpartikel mit drin. Die fühlen sich aber immer sehr gut an. Und der riecht ein bisschen nach Pfirsich. Ich liebe Lippenprodukte, die riechen, das wisst ihr mittlerweile. Freunde, das waren sehr, sehr viele Informationen kompakt. Es tut mir leid, dass es so viele einzelne Produkte waren. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Produkte euch am meisten interessieren. Ich werde das Ganze dann nochmal durchgehen in den Kommentaren und nochmal ganz genau hinschauen. Ansonsten folgt mir unbedingt bei Instagram oder TikTok. Dort kann ich um ein Produkt noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns am Mittwoch hier wieder. Und dann habt ihr noch einen wundervollen Abend. Passt auf euch auf.